Sehr gut, ja, dann gehen wir erstmal zur Base zurück, ne? Yes! Sowieso direkt um die Ecke. Ja. Dann könnten wir danach nach rechts oben gehen. Also da, wo wir jetzt eigentlich gerade komplett im Gegensatz Richtung laufen. Mhm. Dort ist ja die eine Höhle, also das eine, der eine Bunker. Wo wir, glaube ich, die erste Schlüsselkarte rauskriegen. Yes. Gleich schon mal ein paar Bäume hacken und in den Fluss werfen. Wir brauchen nämlich mal eine kleine, oder was heißt eine kleine, aber eine Hütte. Oder? Ah, ich würde da gleich was Vernünftiges bauen. Ja, deswegen sage ich ja. Wir brauchen mal ein richtig schönes Fundament, also das, was ich eigentlich gestern bei dir bauen wollte. Fabian und ich kümmern uns darum. Ich kümmere mich um Virginia. Gesundheit. Danke. Ja, Feuerwerk, die macht doch mal on top. Oh Gott. Mir hat gerade ein Hungerhobo hier angegriffen. Den muss ich jetzt leider töten, weil er mich komplett angegriffen hat. Selbstverteidigung und so. In Deutschland würde es trotzdem passen. Ah, die bleiben hier alle liegen, so eine Scheiße. Was denn? Die Baumstämme. Das heißt liegen. Ja, weil da so viele Steine mittendrin sind und so. Geh da drüber jetzt. Jo, perfekt. Ab hier läuft. Oh, ich komme mit der kleinen Fuhre. Ah, es gibt so manche Stellen, da bleibt einfach hängen. Mhm. Dann wird es doch mal irgendwie ans Ufer geschwemmt.
Es sind auch so viele Baumstämme, die ich hier gerade habe. Das kann natürlich auch sein. Krass ist das. Ihr seid auch noch übel weit oben, Alter. Oh, ich habe gerade aus Versehen einen Staudamm gebaut. Ein Hungerhuko kommt hier gerade auch angespielt. Schwimmt an mir vorbei. Ja, Mauri, das ist schon fast spät. Römische Dekadenz, Alter. Lass es dir richtig gut gehen, mein Junge. Aber sehr, sehr schön. Würde ich auch so machen. Los, hast du den Niffler gefunden? Achso. Ja, dann machen die eine Fischwanderung gerade. Ja, geht ja auch auf Herbst zu. Jetzt? Paarungszeit. Wie realistisch ist es? Ja. Ja. Wenn ich meinen Holmschuh bleibe, noch mir hängen. Hier runter, verdammt. Gott sei Dank. Ja, Laser, das kriegen wir doch wohl hin, oder? Irgendwann damit Geld verdienen. Wenigstens ein bisschen. Muss. Ah, oh, es hängt doch da oben fest, verdammt. Oh Gott, da kommt aber was ganz schön schnell von euch. Was kommt schnell von uns? Irgendwelche Baumstämme. Ja, es sind immer diese kleinen Abstufungen, wenn es dann halt ein bisschen tiefer geht. Oh, ich habe wieder einen Staudamm gebaut. Viele für die kleine Stelle. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, wir treiben das Spiel an seinem Limit. Was Transport angeht. Okay, ihr müsst echt aufhören, so viel hierher zu schicken, Junge. Ich versuche gerade, das frei zu rollen. Du, wir haben mit Sicherheit hier noch 30 Baumstämme oder so. Ja, ich habe auch so viele mitgenommen. Aber ich muss sie hier erstmal frei machen. Ich habe 7 gefällt hier oben schnell. Ich glaube, ich habe auch 6 oder so. So, aber die Ausreißer holt er selber. Ich habe die nur frei gemacht. Ja, eben, ich auch. Immer wo sie hängen bleiben, ja. Ja. Und haben wir einen vergessen. Der liegt dann noch auf dem Stein. Fabian, pass gleich bitte auf. Jetzt. Oh, du stehst genau da drunter. Oh mein Gott. Ja, ich stand genau hier. Aua. Super. Ja, das müsste passen hier. Ich glaube, meine ganzen Baumstämme sind despawned. Dann brauchen wir jetzt mal schnell Platz hier oder gleich müssen die schnell verarbeiten hier. Ja, nee. Ja, es ist doch noch was angekommen. Ich hätte vielleicht früher hier runtergehen sollen. Also ich glaube, wenn Kelvin das macht, wird es besser laufen. Weil bei uns ist teilweise das Problem, es sind zu viele Baumstämme. Die blockieren sich dann gegenseitig und dann hat man halt mal diese Blockade, die man auch immer an diesen Stellen macht. Kelvin braucht ja immer ein bisschen länger. Der macht die ja immer nach und nach. Ich glaube, das ist doch sinnvoller im Team. Warte, ich habe hier gerade einen Moment. Virginia da? Nee. Die bemalten 3 Stück. Hm.
Ah, das ist so schön anzusehen hier. Oh, Nextfuhrer. Gerade wenn die Bäche ein bisschen stürmischer werden, wird es deutlich besser auch mit dem Flussrate. Oh ja. Ah, guck mal, die hacken uns hier alles kaputt. Der andere ist sich noch unsicher. Nee, der andere hat das kaputt gehackt hier. Der kriegt uns auf die Fresse. Nee, weil hier steht noch einer mittendrin, meine ich. Wenn du jetzt Calvin haust, ne? Oh, du kleiner Hurensohn, Alter. Hinterlistig auch. Okay, jetzt fick ich dich. Das war's. Gib mir deinen Ball. Nein! Wer hat ihn erschossen? Ja, ich. Du Lümmel. Rechtdachs. So, dich hole ich mir jetzt auch vorbei mit lustig. Hey! Ja, auf mit der Scheiße! Ich glaube, es hagelt, Junge. So, ab mit deiner Leiche in die ewigen Jagdgründe. Hier den ganzen Scheiß kaputt. Ich weiß nicht, wie es zusammengeht. So. Brennt perfekt. Macht echt viel Holz. Erstmal ein Hammer. Ah, hier kann ich nicht. Die Meldung, Max tot, Max von Baumer schlagen. Du wolltest ja lieber Fabienne abwerfen. Nee, sie hat mich abgeworfen. Nee, nicht hier. Nee, hier können wir nicht bauen. Wegen den Baumstämmen, das ist ein bisschen schwierig. Hä? Die würden da wahrscheinlich hängen bleiben. Wäre ein bisschen, das wäre nicht so blöd. Nee, das ist ein bisschen unlucky. Ich meine, wir können das ja nach oben bauen, dann können wir darüber so im Lufttank bauen. Das können wir machen, aber so. Das macht er auch nicht. Kurz im Lyric. Ja, macht immer was Richtiges fest, meine ich. Achso, das ist nur ein halber. Obwohl, den halben brauchen wir. Das würde ich auch nicht machen. Nee. Habe ich bei dem anderen Aufstand auch nicht gemacht. Da war ich ja auch schon weiter oben. Auf zweiter Etage und brauchte die Gestütze hier nicht. Ich muss das nicht. Also, warte mal. Hier brauchen wir noch einen. Ich würde hier einen bauen noch. Dass wir hier direkt so eine Treppe hochführen können. Da brauchen wir jetzt wir brauchen einen schrägen hier runter. So einen schrägen Balken, ne? Ja, genau. Und dann können wir hier die Treppe hochsetzen. Kommt meine Baumstämme eigentlich bei euch an? Oh ja! So, los, runter mit euch! Oha! Brauchst du auch nicht, wenn du das packen willst.
Ruhe da. Kann es sein, dass wir gerade Sommer haben und die Bachstände einfach niedriger sind als sonst? Und dass die Dinger deswegen nicht so gut floaten, Alter? Nee. Kann sein. Haben wir gerade so. Ja, die bleiben ja echt überall hängen gerade. So, jetzt müssen wir ja eine Stütze bauen und dann müssen wir die Zwischendinger wieder wegreißen. Was sagst du? Einfach zu viel. Da geht noch was. Oh, Fabienne, du stehst auch immer scheiße, ne? Ja. So ein Schlitten für Holz hat noch keiner irgendwie gefunden, ne? Nee. So, die Frage ist, kann ich das jetzt da unten wegreißen und oder bricht mir dann alles da unten rein? Dann müssen wir ausprobieren. Hier, wir müssen mal da Bretter platzieren und dann reißen wir mal unten die Bäume, die Dinger weg. Ja, die hat mich runtergeschickt. Weil die hat unten das Feuer, ich kann da draufschmeißen, Knochen oder so. Oder. Nee, damit komplett so. An. Ach, geh nochmal da hoch hier. Guck. Was hat er denn jetzt da? Hä, was macht er denn hier? Rudi, was soll denn das? Jo, jetzt aber. Und
Und kommt bis jetzt alles an? Ja. Sehr gut. Mit dem Stück reicht es gerade so noch. Ich glaube, das könnte auch noch bis da vorne hin. Ich glaube, das könnte funktionieren. Die werden so ein bisschen runtergespült, weil hier bleiben sie hängen. Hier groß. Ich bin gerade der Lumberjack, Alter. Ja. Jetzt brauche ich halbe Dinge. Genau, ich muss essen. Und wie sieht es bei dir aus mit Energie? Es wird bald dunkel, glaube ich. Dann mache ich Feierabend. Gehen. Ach Mensch, was macht er denn hier? So, jetzt aber. Nee, das ist nicht. Kommt immer noch alles an? Warte, ich sehe nichts. Oh. Dann hängt es wieder irgendwo. Oh ja, ich sehe schon eine Stelle. Aber es funktioniert, aber im Großen und Ganzen funktioniert. Das ist das Gute da. It works! Ja, jetzt kommt gleich ganz viel. Sehr gut. Wenn es nicht wieder hängen bleibt, wovon ich ausgehe. Oh, das sieht aber schon ganz sexy aus hier. Ja, da kommt was. Jawohl, das hört man doch gerne. Ach, bleibt, ach, warum bleibe ich jetzt hier überall? Ach, nö. Ja, aber noch einen brauche ich hier. Dann müsste es passen hier. Also das Wasser wird ja trotzdem noch ab. Also es läuft ja trotzdem gerade vorbei, Gott sei Dank. Boah, Alter. Weg. Was ist das denn? Ist der wirklich zu kurz? Ja. Der ist aber lang. Da-da-da-da-da-da-da.
Das ist so befriedigend, dass wir diesen Fluss für das Holz nutzen, Alter. Das ja, macht doch so einen Spaß, wirklich. Das ist einfach zu hacken und dann da runter zu schicken. Oh, ich häng schon wieder fest hier. Ich schwimme, es ist gerade ein bisschen schlecht hier. Ich weiß es selber nicht. Ich muss ja gucken, dass ich wieder rauskomme. Wenn nicht, müssen wir gleich den scheiß Bombenposten hier wegtreten. Nimm noch, wenn du mal die Bäume da wegnehmen können, würdest, dann könnte ich vielleicht hier langkommen. Und auf jeden Fall schon ein bisschen freier. Bring hoch! Bring hoch! So, ich mache hier oben erstmal Feierabend. Ja, das reicht doch. Wenn nicht, schicken wir mal dann den Kelvin los. Yes. Ist so geil, wie das hier ankommt, Alter. Ach, hier ist ja auch noch so viel. Ja. Ihr seid nicht schnell genug. Nee, ist richtig. Ich war aber auch ein bisschen verpackt. Ich kam, hab mich wieder festgehangen. Hallo Lena! Läuft, die haben unsere Fackel hier hinten kaputt gemacht. Das ist aber eine unchristliche Uhrzeit für dich. Was ist da denn los? Spontan wach geworden oder was? So, ich mach mal den Truppenversorger. Ich schmeiß mal ein bisschen was zu snacken hier drauf. Oh, okay, gut. Nee, ich hör die gut. Aha, guck an. Spontan wach geworden. Jawohl. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. So, da ist die Hand. Weg. Alles in den großen Mülleimer geschmissen. Ah. Ein bisschen nachschieben noch, zack. Ach ja, wir haben hier noch nicht den Boden zu gemacht. Fischi dürfte gleich fertig sein. Fischi ist fertig. Jo, perfekt. Essen! Futterzeit, Abendessen. Abendessen. Ja, einer ist noch da, Fabian. Gleich verbrennt er. Ja. Ich esse den, wir schmeißen mal neu drauf, wenn drauf. Ich hab den jetzt gegessen und wäre verbrannt. Wir schmeißen neues drauf. Ich hole. Wenn du schon so sagst, dann hätte ich mir eine Pizza in den Ofen geschoben. Ja, kannst mir auch noch einen 20er Nuggies vorbeibringen, wenn du eh fährst. Ich fahr ja nicht, ich muss streamen. Du nicht. Ach ja. Badger. Was geht, Nachbar? Alles frisch im Gebälk oder was? Die Funktion wäre tatsächlich auch noch geil, wenn man wirklich... Oh, Vorsicht, der ist bei euch.
Hör mal! Na, hör mal! Hier wird gleich gekippt. Fische sind fertig. Oh, Virginia kommt! Ich liebe unsere schöne Hütte und denkt sich geil. Ich mach das. Geh was essen, Fabian. Fische sind drauf, verbrennen gleich. Wo läufst du denn hin? Yay! Die mag unsere Brücke. Die läuft, springt aber, klettert aber genau in der gleichen Stelle mal hoch. Oh, wir hatten aber Schlechtes gegessen. Ja, war anscheinend verbrannt. Auf jeden Fall gehen wir in den Peilsender. Oh, sie holt uns einen Fisch. Nee. Ich glaube, sie wollte sich da gerade so bademäßig reinsetzen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich dachte, sie sehen das anlaufen und springt immer im Fluss. Sie ist ein bisschen verwirrt heute. Zu viel an Seesternen geleckt. Ja. So, ich gehe mal kurz aufs Klöchen. Ja. Trinken? Ich glaube, setzen wir immer kurz auf die Bank. Wobei, wir können auch gleich echt pennen gehen. Wird ja eh dunkel. Ja, aber es wird ja gleich eh dunkel, dann können wir gleich die Energie komplett reven. Wie wenn wir sitzen am Lagerfeuer und davor die ganzen Knochen. Oh, ist aber dunkel geworden. Ja, wir können auch hingehen. Ja, wäre besser, ne? Ja. Dann errichten wir uns auch ein schönes Bett im Hause, alles fertig. Oh, dann können ja wir ja gucken, dass wir auch für alle dann für alle ein Zimmer machen. Ja, das war auch mein Plan, aber da brauchen wir noch ein Holz. Also ich möchte ein Zimmer in der ersten Etage. Ich brauche ein Fenster. Schlage ich dir schon rein. Ich brauche ein Fenster zum Wasserfall am besten. Was denn? Nee, oben brauche ich eins. Ja, und dann schönes Fenster zum Wasserfall. Genau. Falls ich Virginia mal mit nach Hause nehme. Ja. Kein Ding. Ich hoffe ja gerade, dass es langsam Herbst wird, damit die Wasserstände ein bisschen steigen. Oh, apropos Wasser, ich muss was trinken. Und noch schnell ein Fischi. So, wieso? Sollst du ein bisschen Nuggets haben? Nein, alles gut, Mann. Das ist ein, das,
Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, möchtest du Nuggets haben? Warum sollte ich da jemals Nein sagen? Ja, in welcher Dimension ist Nein denn überhaupt eine gültige Antwort ja, für diese Frage? Ist doch okay, dann kriegst du Nuggets. Ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt.